Servus und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Nun, im letzten Part haben wir ja, Moment. Bei der mediterranen Verteidigung können Sie Assassinen auf Missionen Städte der Mittelmeerregion entsenden. Sie können den Templern schaden, indem Sie diese Städte von ihrem Einfluss befreien. Wenn eine Stadt der Templer zurückerobert wurde, richten die Assassinen dort eine ständige Vertretung ein. Dadurch werden Optionen freigeschaltet, die bei der Entwicklung der Stadt helfen und sie florieren lassen. Die Agenten der Templer werden allerdings versuchen, ihre verlorenen Städte zurückzuerobern und könnten sogar einen massiven Angriff starten, wenn sie nicht darauf achten, ihren Einfluss in der Stadt die Stadt aufrechtzuerhalten. Nun, ihr seht, das ist schon ein bisschen komplizierter. Aber jetzt mal weiter zurück zum alten Thema. Wir haben ja im letzten Part kennengelernt, wie wir unsere Assassinen-Rekruten anwerben. Natürlich kein Stück anders als in Brotherhood, nur natürlich etwas komplexer, dass wir sie zum Beispiel, dass wir schon eine ganze Mission für die machen müssen, um sie anzuwerben. Zum Beispiel in der letzten Mission jetzt einen Taschendiebstahl, um den Käfig zu öffnen, wo unserer liebe neuer Assassine, wie hieß denn der genau, verdammt, der ist weg. Egal. Jedenfalls können wir jetzt hier die Stadt Bursa einnehmen, in der Türkei. Zumindest glaube ich, dass es so war. ja, doch, war auch. Und zwar die Mission Der kleine Prinz. Bringt also 13.500 EP, also unsere Assassinen sind auch übermächtig genug. So, einfach mal um des Geldes wegen, 508J, werde ich auch einfach mal die Mission starten. Jetzt hat es gerade draußen gebockelt. Ich habe keine Ahnung. So. Und ich habe im letzten Part schon mal gesagt, dass wir jetzt eine Schatzmission machen werden, sofern hier noch welche vorhanden sind. Andererseits gehe ich mal zur Bank rüber, weil irgendwann muss ja wohl Einkommen drauf kommen, also ehrlich. Ich brauche Kohle, Mann. So, sprechen. Schatzkarten. Oh, jetzt haben wir hier ganz viele. Coole Sache. Aber für den Galata-Bezirk gibt es keine mehr. Und das heißt, ich, wo der kaiserliche Bezirk ist, also wenn wir jetzt nicht mehr mal so viel Geld. Also gut, dann werden wir eben etwas anderes machen. Irgendetwas Cooleres. Zum Beispiel dieses Animus-Datenfragment hier einsammeln. Bro. Sammeln ist cool. Was war das jetzt schon wieder für Aktion? Hallo? Und bam. So. Genau. Alter Mann. Ist ja schon so ein Opa. Und Sprung und Hakenklinge und Drop. Drop. Wow. Okay, wir machen mal einen Kopfsprung ins Wasser. Nicht? Dann sammeln wir mal dieses Ding hier ein. So, wir haben 7 von 100 gerade mal. Und nochmal einen Kopfsprung ins Wasser. Mann, der kann sich aber noch gut bewegen, du. Also, mein lieber Scholli, du. So, diese Komponentenkiste lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Zeitverschwendung da. So, und da geht's da hinten, nämlich mal hier in den. Das weiß ich, kaiserlichen Bezirk oder so. Kaiserlich, mein Gott. Das ist ja mal so Skyrim mal wieder. Oder allgemein Elder Scrolls mäßig. So, sprechen wir mal mit diesem Typ, der uns auf die andere Seite bringen soll. Ja, da will ich hin. Das ist richtig. Oh, auf der anderen Seite angekommen, machen wir einen kurzen Ladescreen. Ich nicht so ganz verstehe. Wahrscheinlich hat es so viel Zeit gebraucht, um den so umzupositionieren. Ja, also ich würde mal sagen, wir konzentrieren uns hier. Ja. Ja. Auf die Befreiung der Stadt Konstantinopel. Istanbul. Türkisches Reich. Ups. Mein Bekanntheitsgrad ist auch wieder relativ hoch, sondern mehr als die Hälfte. Das ist für mich schon ziemlich hoch, da muss man so sagen. So, identifizieren Sie den Hauptmann. Ah, die haben ja auch keinen Namen mehr, okay. Ich betrete einen von den Templern kontrollierte Feste.
Okay. Verstanden. Also die sehen ganz schön schwer gepanzert aus, trotzdem sind das irgendwie die Luschigsten, habe ich jetzt so das Gefühl. Ja, ist halt einfach so. So, jetzt müssen wir erstmal den Templer-Hauptmann finden. Das machen wir per Adlersinn, indem wir irgendwo eine Spur aufnehmen und an einer geeigneten Stelle dann positionieren, um ihn dann von oben aus zu... Wow. Ach, ich kann ihn sehen. Okay, ich muss ihn eliminieren, den feigen Templer-Hauptmann. Eigentlich wollte ich den gerade gar nicht umbringen. Er ist entkommen. Nicht der zurückhaltende Teil. Toll. Weißt du noch gestern? Okay, das war jetzt irgendwie ein Schuss in den Arsch. Naja, egal. Gehen wir halt mal zunächst mal sehen, ob wir da einen nicht so feigen Hauptmann finden. Solche Suchen mögen zwar lang sein, aber es lohnt sich ja. Weil wir uns erstmal einen Überblick über die Stadt verschaffen müssen. Dann ist alles besser, meine Freunde. Ah, und ich glaube, hier geht es erstmal bergauf. Zum Glück gibt es ja nicht so viele Gebirgsketten da wie in Brotherhood. Da haben wir aber schön aufgeregt. Hier ist das hier die einzige Anhöhe. Und da gibt's nicht so, da gibt's keine Berge in der Stadt. Also das ist ja wirklich... Also, ja, ich weiß auch nicht. So, wir sind schon beim nächsten Gebiet. Oh, boom! Ich brauche eine Armbrust. Ich vermisse die Armbrust. Oh, bam! Oh, fuck. Ach, komm. Kannst du mich mal. Du auch. Und bam. Ja, komm her. Was? Was war das denn? Hat er Wurfmesser dabei oder was? Fatih Kami, Chami. Chabachemo. Okay, Chimichanga. So, wo ist der? Okay, Moment, was ist das jetzt eigentlich für ein Symbol da? Ah, da drüben ist der Templerhauptmann und da ist eine Schatztruhe. Öffne mal, ist nur Krähenfüße. Wow, okay. Wow. Ah, das ist eine Scharfschützenposition. Und da oben ist noch ein Animus-Datenfragment. Alt nicht entdecken. Geht doch. Oh, da gibt es sogar mehr als gesperrte Gebiete. Da gibt es sogar noch ultra gesperrte Gebiete, so wie es aussieht. Und Zangar. Und jetzt gehen wir mal auf die Feste. Bevor die ja drauf kommen, mich abzuknallen oder so. Ich sag's euch, wenn ihr schießt, Alter. Gut, gut. Aber ich hab noch was zu tun. So, dede. Und wir zünden es mal an und das Gebiet gehört uns. Die Templer wissen jetzt, dass es Zeit ist, einzupacken und zu gehen. Diese dreckigen Hunde.
So, das Gebiet gehört mir. Drüben ist noch ein Typ, der gegen mich aussagt. So wird es ja in Assassin's Creed 2 bezeichnet. Ich zitiere. Und ihr könnt die ausschalten, die gegen euch aussagen. So, das habe ich jetzt getan. Nicht bei 75%, sondern ja, weniger. 50%. Jetzt habe ich noch einen Aussichtspunkt hier im Visier. Die Stadt mir komplett gehören soll irgendwann mal. Dann will ich natürlich auch alle Aussichtspunkte bestiegen haben. Es war ja immer so und es wird auch immer so bleiben. Bei jedem Assassin's Creed tue ich das. Das werde ich dann auch beim Vierer machen, solange es dann noch Aussichtspunkte gibt. Wurde ja dann einiges in Assassin's Creed 4 wird einiges weggestrichen sein. Zum Beispiel die das Gesuchtsein-System, also den Bekanntheitsgrad gibt es da nicht mehr. Ja, das war es halt nicht von dem, was mir gerade einfällt. Kann man mich wirklich fragen, was fällt mir eigentlich ein? Gut. Und ja, ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf dieses Spiel. Es wird richtig amazing. Gehen wir mal hier drauf. Ich glaube nämlich, dass das hier umsonst ist. Also insgesamt 1 Kilometer geklettert habe ich jetzt gerade geschafft. Ich bin jetzt schon 1 Kilometer über Konstantinopel down geklettert. Unfassbar. Naja, Everest schaffe ich hier auch noch, gell? Nur noch 8 Mal so viel. So, 7 von 22 Aussichtspunkten haben wir schon mal. Ah, seht ihr mal. Kann ich noch einen rekrutieren? Auf dem Weg werde ich eine Bank wiederherstellen, habe ich gerade beschlossen. Dann machen wir das noch geschwind. Und Sprung. Oh, das geht aber weit runter. Ich könnte jetzt natürlich mal wieder mit herumlaufen, nach Schätzen suchen, aber darauf habe ich jetzt gerade keine wirkliche Lust. Und naja, wenn die Schatzsuchen auch schön in ihren eigenen Parts bleiben, dann ist das, glaube ich, auch ganz okay. Aber mir jetzt noch meine Schatzkarte zu kaufen, da fehlt mir einfach gerade die Lust dazu und das Geld außerdem. Ich frage mich eh, wann ich mal endlich wieder, Geld bekomme. Ich meine, ich hatte bis jetzt nur ein einziges Mal und ich spiele ja auch schon seit nunmehr 9 Parts, glaube ich. Was? Ja, ja, doch. Wäre jetzt peinlich, wenn das nicht stimmt, halt, wirklich. So, dann werde ich mal dieses Fragment hier noch mir holen. Womit wir schon 10 hätten. Eine gute Zahl. Nicht genug, aber gut. Ja, ich werde diese Bank renovieren mit der Hoffnung, dass es mir auch mal ein bisschen Geld einbringt. 3150, 8, schade, 20 Minuten. Ja, schön wär's! Ja, sprech mal mit dem, aber ihr werdet sehen, es ist kein Geld drauf. Nichts, nada. Natürlich hatte ich gerade Hoffnung. So. Sehr viel sogar. Naja. Was natürlich auch gerade auffällt wahrscheinlich, oder vorhin schon. Wir können uns bereits alle Schatzkarten von jedem Bezirk holen, also zumindest die meisten. Liegt daran, dass die Stadt Konstantinopel von Anfang an komplett frei begehbar ist. Ja. Wir müssen hier nichts durch Missionsfortschritt machen. Wir können alles quasi auf der Karte, was auf der Karte zu finden ist, könnten wir jetzt von Anfang an finden. Ja, das geht. Haben sie hier ein wenig geschickter sich angestellt. So, ich denke mal, ich muss ja einen Kampf bestehen, damit ich mich dem hier beweisen kann. Aha. Ihr da. Ihr seht aus, als hättet ihr eine ziemlich hohe Meinung von euch selbst. Aber ich halte euch für einen erbärmlichen Jammerlappen. Was haltet ihr davon, Altschack?
Der Streitsüchtige. Dieser überhebliche Mann hat Ezio zum Duell herausgefordert. Zeigen Sie ihm die wahre Bedeutung des Wortes Demütigung. Das liebe ich. Etwas zu sagen, Amico, wendete ich mich an eure Mutter. Wie könnt ihr es wagen? Das klären wir sofort. Okay, Ezio weiß immer noch, wie man ein Wortgefecht macht. Aber er weiß auch noch zu kämpfen. Das ist natürlich ganz klar. Das ist ja schlecht. Komm, ich lasse ihm eine Chance. Hätte ich wohl gern. Friss Staub, du Nutte. Bleibt liegen und belästigt niemanden mehr. Sammeln Sie Ihre Belohnung ein. Überraschungsangriff. Wow. Ist das euer Ernst? Ihr seid drauf eingefallen, alter Mann. Bah. Okay, gut. Friss! Und dann nimm das, du blöder Penner. Auf mir auszuweichen. Schämt euch nicht noch mehr. Ich bin die Faust von Constantinia. Habt ihr noch nicht genug? Niemand! Oh Mann, dieser Volldepp. Will der mich jetzt hier beeindrucken, oder was? Also gut, man ist ganz klassisch. Zum Aufhören mit Sand zu werfen, Junge. Hast du eigentlich irgendwie Probleme oder so? Achso, ich kann gar keine Konter machen, okay. Ja, weiter so machen. Schätz gut. Einigen wir uns auf Unentschieden, gut? Ihr seid ein wahrer Kämpfer. So wie ihr, wenn auch etwas waghalsig. Wie wäre es, wenn ihr eure Fäuste für die Sache der Assassinen sprechen ließet? Ihr meint, für eine Sache kämpfen? Und nicht nur zum Spaß? Ich bin sicher, es wird euch trotzdem Spaß machen. Erweckt, das glaube ich auch, Effendim. Abgemacht. Gut, dann haben wir jetzt einen neuen Anwerber hier und ich sammle mal meine Belohnung. 350, wirklich. Als Abfindung, dass der die ganze Zeit wieder aufgestanden ist, verlange ich mindestens einen Tausender, ja. Und nicht noch einen verdammten klebrigen Harzball, das ist so... Haftbombe, diese Bombe ist mit Harz bedeckt. Habe ich die jetzt, oder was? Nee. Gut, bestechen wir den noch geschwind. Sammle ich mir noch eine Stelle ein, an der wir abspeichern. Mann, hat das jetzt viel gebracht. So. Ja, ich renoviere den Arzt. Einfach um ihn zu haben. Auch wenn mein Einkommen ja doch nicht steigt. Oder besser gesagt, es steigt schon, aber ich sehe nichts. Hier ist ein Arzt gegenüber dem anderen. Was ist jetzt der Sinn davon? Hier steht ein Arzt und da drüben steht auch einer. Ich meine, was soll das? Gut, Brandfackeln einfach auf den Boden schmeißen. So, genau, so macht man das. Das ist die wahre der wahre Reinigungsfimmel. Wenn man mit brennenden Fackeln jonglieren und dann einfach runterschmeißen auf den Boden. So macht man das. Heilen wir uns noch kurz mit meinen Medis. Den lieben Ezio Auditora. So, jetzt können wir nochmal dem Bürger da helfen. Den schmeißen wir mal da runter. Ich hatte irgendwie noch die Faust ausgewählt. Der will auf mich schießen, aber das lassen wir mal hier gar nicht gelten hier. Oh. Noch so ein Halbstarker. Nochmal einer, sage mal. Und oh, jetzt kommt's aber. Jetzt geht's aber los. Und komm her. So, und du auch. So, die Hakenklinge ist heilig. So. Na, ihr kommt mir ja gerade recht. Meine Medizin, die ich benutzt habe. Könnt mir wieder helfen, sie wieder zu erlangen. Jawohl, so genau. So, da bin ich nochmal ein bisschen auf euer Geld aus. Hier 37,8. Wenn jetzt jeder von euch mir so viel gibt, dann habe ich wieder ein bisschen was. Das freut mich dann auch. Ah nein, ihr müsst nicht von mir weglaufen. Ihr seid nicht mit einem gelben Punkt markiert. So, gehen wir mal zum nächsten Kunden, Bürger. Der Arzt oder was? Nee. Ah, okay. Das ist simpel. Das ist da wieder so wie Brotherhood. Au. Au. Okay. Ja.
So, wir sprechen mal. Ihr seid nicht allein, Arkadashim. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Die Stimme kennen wir doch, aber dazu ein bisschen mehr in einem der vielen nächsten Parts. Denn wir werden jetzt nämlich gleich mal beenden. Ich muss nur noch mal eine Möglichkeit finden, meine Bekanntheit ein bisschen abzusenken, weil seht euch mal das an, ich bin ja gleich gesucht, ey. Ich darf niemanden aus Versehen Taschendiebstahl machen, weil einer reicht und das wär's dann. So, also eine kleine Prognose. In diesem Part haben wir jetzt schon zwei Assassinen befreit. Oder was heißt befreit? Einen haben wir verprügelt. Einer hat schon meine Faust zu spüren bekommen dürfen, ja. Das soll die meine Ehre sein. Ich meine, eigentlich werden die von mir berührt werden, ja, sterben. So ist es ja für gewöhnlich. So, da ist schon der Drecksarsch. Muss ich ihn halt auch kriegen. Sehr gut. Den Rest soll mein Assassine machen. Gut. Ah ja, genau, Effendim. Gib mal Geld rüber. Ja, nein, 80. Geht schon. 15. Hätte ein bisschen besser ausfallen können. 16. Ich bin zufrieden. Vollkommen zufrieden. Oh, jetzt da drüben noch so ein Prediger, der gegen mich hier vorgeht. Das darf natürlich gar nicht sein. Also, den bestech mal erstmal. Ich habe mir gerade überlegt, welche da steht. Sodele! Und wegrennen. Aber ganz schnell, damit der Typ mich nicht verfolgt. Ja, und selbst wenn. Sodele. Gut, ich würde mal sagen, das war's dann für jetzt. Halt, abspeichern muss ich ja noch. Das war's dann für jetzt. Ich hoffe, die Parts gefallen euch immer noch. Nichts getan, Gentlemen. Halt mal, bevor ich jetzt in die Nähe vom nächsten Sperrgebiet gehe. Ich muss erstmal wissen, wo ich überhaupt hinrenne da. Okay, das wäre natürlich vollkommen verkehrt. Ich gehe jetzt einfach mal zum nächsten Tunnel. Gott. Die hätten ruhig, Player-Save-States reinmachen können. Also, dass der Spieler abspeichern kann, wann er es will und nicht bei irgendwelchen Kontrollpunkten. So, 492 8G haben wir bekommen. Und nein, ich habe mich in meinem Let's Play noch nie versprochen jetzt, in meinem Revelations Let's Play. Ich habe immer 8G gesagt und nullmal... Ihr wisst schon, Florin. Also, ich weiß ja nicht, aber ich bin glücklich darüber. So, warten Sie bis morgen, um ihn zu eliminieren. Einkommen eingezahlt! Oh, das darf nicht wahr sein, oder? Jetzt weiß ich, wie das geht. Jetzt weiß ich's. Ich muss immer alle 20 Minuten warten. Ich muss alle 20 Minuten im Spiel bleiben, okay? Dann ist das also so. Ja, kann ich schon überall hin schnell reisen, oder was? Außer nach Kühlkar. Achso, weil ich da schon bin. Ach, ist das cool. Die ganze Stadt ist hier schon für mich offen. Ich kann schon überall hin, auch schon mit der Schnellreise. Das ist ja mal geil. Das ist geil. Sauber. Okay, ja gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal nach, was weiß ich. Hagia Sophia? Nein. Hippodrom? Nein. Große Bazar? Nein. Sophias Geschäft? Ah, weil das ist, werden wir auch noch sehen. Fatih Kami. Genau, dahin gehen wir jetzt erstmal. Fatih Chami. Fertiger Jimmy. So, okay, Jungs, Mädels, ich bin soweit. Ich kann jetzt endlich mal beenden hier. Im nächsten Part wieder. Auf Wiedersehen.